darüber haben wir uns dann auch über Ernährung unterhalten und du hast mir dann ein Buch an die Hand gegeben vom Helmut Wandmarker, Willst du gesund sein, vergess den Kochtopf, was ich mir dann sofort besorgt habe. Habe das gelesen und habe dann sofort im Dezember 2004 dann meine Ernährung umgestellt auf Rohkost. Zunächst ich alleine, im Alleingang. Das war nicht ganz so einfach, würde ich keinem empfehlen. Und dann später halt ist mein Mann mit dazu gekommen. Ja. Und habe dann halt angefangen mit der Rohkost und innerhalb von 3 Monaten hatte ich nicht nur deutlich mehr Energie, sondern ich hatte auch mein normales Gewicht wieder. Absolut. Ich bin dann im Mai 2005 aus dem Stand heraus 750 Kilometer Fahrrad gefahren in 10 Tagen mit nur Rohkost. Also ja. Das ist aber unvorstellbar. Ich hätte also abends immer, wäre ich gerne mal weitergefahren. Das war also eine Energie, die ich also zuvor nicht kannte. Ja. Es ist wie ein roter Faden seit 10 Jahren. Das heißt nicht, dass wir jetzt dogmatische Rohköstler sind. Das möchte ich also vorweg schicken. Also von der geistigen Veränderung her kann ich sagen, dass ich also ein deutlicheres, schöneres Gefühl für die Natur dadurch bekommen habe. Dass ich also mit ganz anderen Augen durch die Welt gehe als früher. Ich bin dadurch deutlich ruhiger geworden. Ich hab das Gefühl, ich habe so meinen Weg, den ich gehen kann. Ich empfinde mich als hochgradig feinfühlig. So diese Feinfühligkeit, dieses Bauchgefühl, die Intuition, das ist einfach gesteigert. Und es gab diese Ernährungspyramide, Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett. Und damit war das Kapitel Ernährung besprochen. Das war so eigentlich alles, was man gehört hat im Studium. Und dann während der ärztlichen Tätigkeit, da gab es eine Diätassistentin im Krankenhaus, die hat dann sich um die Diabetiker gekümmert. Das war's da. Wuchsen halt die Grünpflanzen alle. Wenn man die so frisch aus der Erde zu sich nimmt, das ist ein fast ein Aromaschock. Da habe ich so ein bisschen das Gespür dafür bekommen, was sind lebende und energiereiche Pflanzen, die aber die Zeit bis jetzt eigentlich auch mit kaum mal Bratkartoffeln überlebt. Also man kann auch ohne die leben, obwohl man ja denkt, das ist ja so toll. Hättest du dir vorstellen können, das Thema Rohkost im Krankenhaus sozusagen zum Thema für die Ernährung zu machen? Für die Krankenhausernährung? Geistig war da niemand so weit, dass man denen das hätte erzählen können. Ja. Ich habe ja die Menschen bei der Visite da im Krankenhaus am Krankenbett gefragt, hier steht ja noch der Salat vom Mittagessen, warum essen sie denn nicht? Ich bin doch kein Zieh. Ja, genau. Da waren die damit fertig. Während dieser Millionen Jahre dauernden Entwicklung hat sich natürlich auch die Ernährung geändert. Wenn wir heute noch auf unsere Vorfahren, die Schimpansen, gucken, die sitzen auf dem Baum, essen Blätter, Früchte und schon mal das, was da drauf sitzt. Also mal ein Wurm oder eine Raupe oder eine Fliege. Oder die Sesshaftigkeit des Menschen begann ja erst so vor circa 10.000 Jahren. Also bisher sind die immer alle als Nomaden über den Erdball gewandert. Dann kamen sie in nördliche Regionen, da gab es einen Winter, da wuchs ein halbes Jahr überhaupt nichts oder länger. Das heißt, sie mussten dann mehr und mehr oder überhaupt tierische Nahrung zu sich nehmen, um überleben zu können. Wenn man jetzt die Geschichte einfach mal linear weiter fortsetzt, dann sind wir in der heutigen Zeit angekommen und machen Folgendes. Wir sitzen herum und essen Unmengen an praktisch vorbereiteten, zubereiteten, sehr rasch zu verstoffwechselnden Nährstoffen, insbesondere Kohlenhydrate. Also das Thema Moringa ist mir ein ganz wesentliches und ein ganz wichtiges. Und da kam halt immer wieder so die Frage, ja, was mache ich denn, wenn ich unterwegs bin oder für die Schule oder für den Sport oder so. Dann habe ich immer gedacht, ich müsste irgendetwas haben, was ich den Menschen anbieten kann für solche Situationen. Ja. Und ich habe dann einfach ein bisschen hin und her und gebastelt und gemixt und gemacht und getan. Und auf dem Wege ist dann ein Würfel entstanden, der mit Moringa entstanden ist, wo ich dann halt einen grünen Smoothie habe in Trockenform. So, und da ist halt Moringa drin.